die einigen Games, die da halt zusammenwirken und man gebe einfach mal diese Spiele einen anderen Namen und hätte damit auch Erfolg. So Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinen Chanali und ich grüße euch Ili, wieder ganz recht herzili. Ja, ist einfach mal so. So, ich spiele hier heute mit der Vector auf Slums und habe hier wieder mal eine ganz gute Serie hinbekommen. Es waren insgesamt über 50 Kills. Danke Haley dafür auch. Ja, ich habe ja dann irgendwann mal im Laufe des Spiels ein Haley bekommen. Und ja, Leute, was sei hier gesagt, beziehungsweise was habe ich für ein Thema vorbereitet? Eigentlich habe ich, wie ihr mich ja so kennt, bereite ich mich überhaupt gar nicht vor. Ja, ich bin ich, ja, so gut so, sag ich mal so, ja, und mag halt ganz einfach mal frei aus der Leber heraus zu reden. Das werde ich hier auch mit tun, und zwar kommen wir zu einer Sache, die aber erst eigentlich nächstes Jahr kommt. Und zwar ist es der Nachfolger von dem Nachfolger, der dieses Jahr kommt, von dem Nachfolger des Nachfolgers. Soll heißen, dieses Jahr kommt ja hier Call of Duty Adventures AW, sag ich mal, ja, auf den Markt, ja. Mach halt dementsprechend mal eine Pause, kauf mir diesen Scheißdreck nicht. Ja, diese Mischung von Titanfall und Call of Duty gedünst und so. Ja, was ja eigentlich denn auch letztendlich eigentlich auch so eine Mischung ist von Ghost, Titanfall und was ist denn, was kommt da noch? Was ist da noch mit bei? Was kann man noch? Ja, Helle oder Crisis. Ja, das ist eigentlich, so eine Mischung von irgendwie einigen Games, die da halt zusammenwirken und man gebe einfach mal diese Spiele einen anderen Namen und hätte damit auch Erfolg. So, das sei einfach mal hier zu gesagt. Aber ich möchte mal ein bisschen sprechen von dem Ableger, der nächstes Jahr denn halt kommt. Und das soll ja wieder bekanntlicherweise, ich weiß ja nicht, ob es zu euch gekommen ist, sprich, ob es sich schon herumgesprochen hat. Es soll nächstes Jahr wieder ein Weltkriegs-Shooter kommen. Wie dieser heißen möge, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ja, einige munkeln, es soll World at War 2 sein. Wie gesagt, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Das wiederum heißt, dass diese Information nicht zu 100%ig ja, stimmen kann bzw. wird. So, hier habe ich hier mal so einen Drecks, so einen Dragonfire hier gehabt, ja. Musste ich erstmal kicken, wie ich das wieder einsetze. Ich habe ja hier keine Ahnung, die irgendwie so hier habt und wusste ja nicht, wie ich die hier hochsteigen. Hätte gelassen. Fliehen gelassen, meine ich, wa? Ihr wisst schon, wie ich meine, ja? Dazu muss ich mal sagen, Leute, falls mal ein Versprecher kommt, ja, es ist total warm. Also meine Bude hier, ich wohne ja hier im dritten. Ja, über mir ist halt, Moment. Über mir ist einfach mal hier ein Dachboden, Leute. Und wenn da Hitze ist, streit runter, Leute. Ist meine Bude hier wie eine Sauna, Leute. Das heißt wiederum, dass das alles zu warm ist hier. Und ich ein bisschen zu kämpfen habe. Mit der Dämse hier. Aber ist auch egal. Also, wo war ich jetzt nun mal wieder stehen geblieben? War ich stehen geblieben? An der Kaufhalle oder wo war ich stehen geblieben? Spaß muss sein. So. Nee, aber kommen wir jetzt nochmal hier zurückzusprechen zum kommenden Teil der Call of Duty Serie. Ja, ich bin da echt mal, sag ich mal, wirklich so gespannt und hoffe doch, dass dieser Weltkriegsshooter mal wieder in die Erfolgsspur. Also ich muss ja wirklich auch mal sagen, dass das endlich mal wieder in die Erfolgsspur von Call of Duty zurückkehrt, denn die letzten Teile. Leute, da brauchen wir uns eigentlich auch ja nicht so vormachen. Die letzten Teile, ob es Ghost war, weiß ich nicht, was waren da noch hier? Modern Warfare 3, glaube ich, ne? Ja, gut, obwohl ich mal sagen muss, hier Modern Warfare 3 gefällt mir irgendwie besser als Ghost. Ich habe letztens mal wieder Ghost spielen können. Wie gesagt, habe ja hier halt auch einen besseren Arbeitsspeicher drin. Und ich muss euch wirklich sagen, ich konnte es spielen. Aber ey, ich bin da 5 Minuten wieder rausgegangen. Das war mir echt sowas von blöde. Ich konnte das Spiel einfach mal nicht spielen, weil es einfach mal zu blöde ist. Ja? Das hat mir echt nicht gefallen. Ja, und darum hoffe ich ja, wie gesagt, dass dieser kommende Teil ein geiler Teil wird. Ein echt geiler Teil wird.
Denn es wird wieder echt Zeit, mal wieder einen richtigen Weltkriegs-Shooter spielen zu können. Zurzeit habe ich ja auch ein kleines Projekt hier am Laufen, Sniper. Da habe ich, glaube ich, eh nur zwei Videos gemacht. Muss aber dazu noch sagen, die Resonanz ist ja nun auch nicht so groß, ja, dass sich da halt viele Leute das mal angucken. Deswegen habe ich einfach mal beschlossen, dieses Projekt lasse ich fallen. Das wiederum heißt, auf zu neuen Ufern. Sprich zu Black Ops 2 zurück. Macht mir jetzt zurzeit echt unwahrscheinlich Spaß, eben gerade weil mir, ja, weiß ich nicht, dadurch, dass ich diesen Arbeitsspeicher habe, das habe ich aber euch in dem vorhergehenden Video schon mal erzählt, dass das einfach mal fetzt. Ja, ab und zu mal gut ruckelt, aber ist auch nicht so schlimm. Okay, Leute, was ich mir wünsche für den Weltkriegs-Shooter ist eigentlich mal Folgendes. Die sollen endlich aufhören mit diesen beschissenen... kitschig beschissenen Scheißdreck da, ey. Ja? Und bitte, hört auf mit die Punkteserien, ey. Nimmt da 2-3 Punkteserien mit rein oder was weiß ich. Mir würde zum Beispiel reichen, nimmt vielleicht eine Drohne drin, wie bei, zum Beispiel wie bei COD4, ja. Das war ja richtig geil. Ich glaube, da war eine Drohne mit bei, da war dann halt ein Luftschlag mit bei und ein Kampfhubschrauber. Leute, ja. Nimmt nicht so viel da rein. Macht dieses Game, was denn halt nächstes Jahr zwar erst kommt, macht es nicht schon im Vorherein oder hinein oder was weiß ich, hinein, na, ihr wisst schon, was ich meine. Macht es nicht schon kaputt, bevor es überhaupt denn halt dementsprechend nächstes Jahr erscheint. Nichtsdestotrotz könnte man aber auch einige andere Sachen mit reinnehmen in dieser Punkteserie. Ja, wenn man jetzt spricht vom Weltkriegs-Shooter. Den denke ich mal, entweder Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg. Muss ja. Ja, einen anderen Weltkrieg jappet ja nicht. Oder jappet noch einen anderen Weltkrieg, Leute, dann lasst mir mal wissen. Dann sollte man dementsprechend auch darüber was reinnehmen, was auch ja, dort gegeben hat. Sprich, na, weiß ich nicht, Radar? Puh, eigentlich hab's da noch kein Radar. Hubschrauber, Zweiter Weltkrieg, Kampfhubschrauber. Ihr habt denn da schon Kampfhubschrauber? Ihr habt Aurora eigentlich neu, ja, nicht so, wa? Gut, ich meine, Luftschläge, okay, kann man mit drin nehmen. Ihr habt ja schon hier Flugzeuge. Aber ihr könnt ja mal in der Kommentarleiste reinschreiben. Und das würde mich ja jetzt mal wirklich interessieren. Was würdet ihr euch wünschen, beziehungsweise welche Punkteserien in einem Weltkriegs-Shooter von Call of Duty würdet ihr euch wünschen? Schreibt mal eure drei Lieblinge, die ihr hättet, gerne mal in der Kommentarliste rein und lasst uns denn auch mal im Nachhinein diskutieren, was gut ist oder was halt nicht so gut ist. Das würde mich mal wirklich mal so interessieren. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt immer noch so am Überlegen, was könnte man da ja noch reinnehmen. Und, keine Ahnung eigentlich. Minenfeld oder so. Irgendwie so ein Minenfeld, dass da irgendwie, keine Ahnung, so eine Apparatur, dass man da so eine Apparatur hat, was denn auf einen Schlag so Minen also verteilt. Auf so ein bestimmtes Gelände. Und alle Leute, die dann halt, also der Gegner, der dann halt kommt, wird ja dementsprechend von diesen Minen eliminiert. Ja, das würde ja zum Beispiel auch eine ganz gute Sache sein, ja. Oder was könnte man noch nehmen? Ja, keine Ahnung. Ja? Schreibt mal was drin, würde mich immer interessieren. Ansonsten, Leute, gibt es von meiner Warte eigentlich aus gar nichts mehr so zu erzählen. Ich denke mal, ich habe euch hier auch mal wieder mit dem Video ganz gut unterhalten. Ist eine 50er-Serie gewesen. Ich glaube, das war, was war denn das? Ein 57er? Ein 57er? 17er? Ja. Ist mir eigentlich, wie gesagt, ganz gut gelungen. Guck mal, was ich jetzt hier noch hatte in der Kiste. Ein Orbi. Sieh an, ein Orbi habe ich auch noch. Na, ist ja schick. Gut, Leute, ansonsten, heute ist ein richtig geiler Tag. Richtig heißer Tag. Ich schnapp mir gleich mal meinen Wauwau und verabschiede mich zum See. Ja, das heißt, ich gehe baden. Los. Sollte man eigentlich machen, wenn es heiß ist. Oder was macht ihr so an dem Wetter? Oder an so ein Wetter, was ja wirklich total heiß ist. Was macht ihr? Geht ihr Bahn? Oder hängt ihr doch wieder am PC rum? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal in den Kommentarleisten. Ansonsten, wie gesagt, geiles Spiel von mir. Bis dann, euer Mina. Ciao.